Also wir hatten vor 2 Jahren einen Patienten, der hatte eine Aortendissektion, der kam zu Fuß rein. Das ist ein lebensbedrohliches Krankheitsbild, was sehr viele Patienten nicht überleben. Der war zügig im OP und der hat das gut überstanden. Und das sind schon so Momente, da freut man sich sehr. Ne? Das ist so mein Traumberuf. Ich arbeite unheimlich gerne darin. Das ist auch was, warum ich eigentlich auch so viel arbeite, trotz der Familie und der Kinder, weil es mich irgendwie doch sehr erfüllt. Und es geht dann nicht darum, welche Fachdisziplin es im Prinzip durchführt, sondern es geht darum, dass es gut durchgeführt wird, dass es im Interesse des Patienten durchgeführt wird, dass man gemeinsam sagt, das ist das Verfahren, was im Einzelfall das Beste für den Patienten ist. Es kommen ja Patienten jeden Alters mit sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern, wo sie sich sehr schnell ein Bild verschaffen müssen, was den Patienten vital gefährdet. Man muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Das Tolle daran ist einfach, wir sind eben dort, wo der Mensch zum Teil auch noch geboren wurde. Er ist dort aufgewachsen, er hat dort sein Leben verbracht, er möchte auch sein Alter dort gerne verbringen. Er möchte nicht umziehen müssen, wo er niemanden kennt, sondern er lebt die Geborgenheit seines gewohnten Umfeldes. Es ist so wichtig, weil die Menschen suchen die Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass der Mensch im Alter auch noch einen Lebensinhalt findet. Es ist ganz wichtig, dass er auch eben in dem, was er tut, einen Sinn erkennt. Es ist einfach so, dass jeder für sich größtmöglich seine Individualität ausleben kann. Ich habe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Schwierigkeiten, ich kann mich nicht so gut durchsetzen. Und dann hat mir der Mann beim Arbeitsamt gesagt, oh, versuchen Sie es mal auf dem Schönfelder Hof. Also der Lehrgang geht noch bis Ende Oktober und also ich würde mich freuen, wenn ich hier auf dieser Station bleiben könnte. Also ich möchte wahrscheinlich noch ein paar Jahre hier bleiben, weil ich mich einfach nicht so weit fühle und ich mich einfach noch nicht so weit bin für den normalen Arbeitsmarkt. Wir erproben mit Ihnen, ob das der Arbeitsplatz ist für die Zukunft oder ob man eine Ausbildung machen kann. Und da kann man schon was erreichen. Es muss dem jungen Menschen auch Spaß machen, dass er sehen kann, dass er was kann. Dass er eine Leistung erbringen kann, die ihn positiv bestärkt.